Er hat mich nicht getroffen. Also, es geht doch. Was will ich eigentlich mehr? Jetzt haben wir da links aber genau dasselbe Spielchen. Der Blaue ist jetzt noch am Leben wieder, ja. Und da kommt er direkt vor. Speichern wir unter einem neuen Stand. Und versuch's erst nochmal besser hinzukriegen. 78 Schild. Scheiße, habe ich gespeichert. Fuck it. Gut, dann vergessen wir das und machen das so. Ist doch egal, denn da gibt es wieder Shield. Es gibt ja leider keine Shield-Zone, wo man auf 100 geladen wird, wie bei Energie. Irgendwie bin ich vorsichtiger geworden, sonst bin ich immer so schnell durchgesaust. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Oder gibt's hier echt nichts mehr? Ach so. Es geht hier weiter. Auf der Lava. Nun gut. Ach, die Musik ist schön. Da kann man einfach nur zuhören, da muss man nicht noch reden oder was spielen. Ich glaube, ich nenne es einfach nur Listen to Music. Und spielen ein bisschen dabei, aber nur ganz wenig. In the Lava. Ja. Ein Ruheraum der Lava. Wahrscheinlich ruhen sich hier ein paar Hulks aus. Mist. Nee, das geht nicht. Ich will kein... Ach, es fängt die Musik wieder neu an. Was ist das für ein Dreck? Moment, Moment, Moment. Moment, nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Weiter. Hat sich erledigt. Die Sache an sich wurde obsolet und wurde abgelöst in ihrer Dringlichkeit durch vier Ein-Klasse-Drohnen. Die überhaupt nicht klasse waren, aber mich erstklassig verletzt haben. Hoffentlich erlebt sich nicht nochmal speichern mit Laden, das kann fatal werden. Moment, ich hab jetzt was vor. Wo kamen die denn her? Ich hab die überhaupt nicht erahnen können. Da kommen sie her. So, lief nicht gut, aber besser als vorher. Und immerhin verliere ich dadurch keine Energie, wenn ich diese tolle Waffe benutze. Ich finde sie immer noch toll. Es gibt andere Leute, die finden die nicht so toll. Was mir total unverständlich ist. Bitte mal ohne Gegner. Einmal ohne Gegner. Ja, im Secret. Wenigstens im Secret gibt es hier keinen Gegner mehr. Herrlich. Und ganz viel von dem Zeug, was ich gerade verwendet habe, warum auch immer. Immerhin werden hier Secrets nicht gezählt, also kann ich auch nicht irgendwie gedemütigt werden am Ende. Sie haben nur ein Secret von 10 erwischt. So. Ansonsten war dieser Raum wohl auch wieder sinnlos. Was ist das denn hier? Nur zum Auffrischen von Energie und Ausschalten von Gegnern. Es geht halt nur um den Spaß, ne? Nur um den Spaß. Vielleicht gibt es da drin noch was? Nicht so ganz. Ich sterbe. Warum eigentlich? Bin ich nicht feuerfest? Ach, hier geht's auch noch weiter? Moment, war ich? Da komme ich her, glaube ich. Das darf ich jetzt nicht verwechseln. Von da komme ich. Ja. Und ansonsten scheint es hier überhaupt nichts zu geben. Es sei denn, ich finde noch Secrets. Aber ich glaube, ich habe hier einfach nur ein bisschen Shield gelassen. Aber meine Energie hat es jetzt nicht groß geschadet. Nun gut, aber ich weiß genau, wenn ich das Level noch einmal neu starten müsste, dann werde ich Dingens diesen Abschnitt hier auslassen. Ich werde auch versuchen,
hier diesen ersten Speicherstand nicht zu überschreiben. Ich hoffe, ich denke daran. Aus Sicherheitsgründen. Und wenn ich dann hier unten angelangt bin, fange ich hier bei 7.2 wieder an. Vielleicht dauert das Level ja gar nicht so lange. Ach Mist, da will ich nicht hin. Vielleicht schaffe ich es ja innerhalb der gegebenen Speicherstände. Das wär's ja. Da ist nirgendwo was. Uiuiui. Ist nix hier. Überhaupt nichts. So sinnlos, so sinnlos. Also, das regt mich auf, sowas. Ich meine, gerade bei DOS-Spielen, da hat man sich doch eigentlich nur aufs Wichtigste beschränkt und nicht noch irgendwelche unnötigen, nichtsbringenden Räume eingebaut. Scheiße. Da habe ich glatt ein Schild verloren. Da nehme ich sogar in Kauf, dass ich gerade nicht weiß, wo ich bin. Da bin ich. Dass ich den Weg nochmal fahren muss. Wie habe ich das denn übersehen? Wie habe ich das übersehen? Bin ich verrückt? Moment. Okay. Das war gut, dass ich das nochmal neu geladen habe. Das war Gamer-Intuition. Nun denn. Sind wir wieder hier und brauchen einen blauen Key für die blaue Tür, um den blauen Key zu holen. Aber das müssen wir auf Umwegen machen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch... Moment. Das Einzige, was noch bleibt, ist das hier. Warum sagt mir das denn keiner? Da war ich doch ganz am Anfang drin. Und wollte nicht weiter. Wäre ich noch weiter geflogen, dann hätte ich niemals diesen unnötigen Abschnitt machen müssen. Wieder eine Wegegabelung. Eine Abzweigung des Todes. Immer schön gucken, vielleicht gibt es ja irgendwo Secrets. Auch wenn man es nicht erahnen mag, weil es überhaupt nicht so aussieht, aber dieses Spiel kann sowas auf Lager haben. Schätze ich mal. So, da geht's gar nicht weiter, dann können wir eigentlich umdrehen, oder? Ach, leider nicht. Denn gleich öffnet sich die Karte von selbst. Hilfe! Ach, wieder so ein wichtiger Raum, so ein ganz wichtiger Raum. Ach, nur damit ich gleich nicht ausweichen kann, richtig. Oh, das regt mich jetzt schon noch. Stehe ich in der Tür? Nee, sie ist nur halb zu. Ist ja auch ulkisch. Bleibt die jetzt offen? Na, schade. Schade. Es war so klar, dass sie direkt da vorne stehen, aber ich habe schon mit Schlimmerem gerechnet. Naja. Ich gucke erstmal in der anderen Tür. Vielleicht gibt es ja keinen Gegner. Die Hoffnung ist ja immer da. Die Hoffnung ist ja immer da. Vergessen wir das und gehen hier rein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist unfair. Ich brauche andere Waffen. Das wollte ich. So. Der ist noch nicht tot. Danke. Ich bin nicht mehr ganz so effizient mit meinem Schießen, das sehe ich schon. Aber ich hoffe, das kann man verschmerzen. Gegen die Tür kommen deine Raketen nicht an. So. Level 7. Das kommt nach 4. Ach ja, 5. Genau. Haben wir wieder so einen ewig großen Radius. Da kommt die Erinnerung wieder. Ich glaube, ich mach's anders. Wie in den guten alten Zeiten. Ich rase einfach drauf zu, schieße und hab gewonnen. Haha, es kann so einfach sein. Gut. Man muss sich ja nicht alles schwer machen. So, nur mal einen Schuss. Das habe ich schon. Das ist dasselbe, aber ich
Vielleicht kann ich es trotzdem einsammeln. Nein, leider nicht. Warum auch? Warum auch? Wand kuscheln ein bisschen. Mal wieder. Denn die ist so schön warm. In der Lava. Gebräunt. Hier noch Gegner. Ah, die gelbe. Noch eine gelbe Tür. Hoffentlich reicht ein gelber Key für mehrere gelbe Türen. Ansonsten könnte das Level sehr groß werden. Musik kommt mir leicht bekannt vor. Kann sein, dass ich kurz mal ein Video irgendwie gesehen habe, wo die vorkam. Da muss ich jetzt nicht nochmal durch. Es macht aber Spaß, an der Wand rumzukuscheln. So, auf jeden Fall geht da Zeit vorbei und man muss nicht kämpfen. Man kann sagen, man tut es aus Liebe zum Spiel, weil man ja alles Secrets finden will. You cannot... What? Scheiße! Nein, da kommen gleich Gegner raus. Da gibt's hier aber dafür gleich einen Key, immerhin. Oder Energy Center. Da hinten sind, glaube ich, die Gefangenen, oder? Die grünen Punkte. Ja, und dann sind sie rausgekommen. Ich möchte aber kurz noch sehen, was das für Gegner sind. Zeigen die sich auch? Ach, nur ein Klasse Drohnen. Dann habe ich ja keine Angst. Ja, sieh mal. Ich glaube, da gibt es sogar Sinn, mal Bomben zu legen. So. Das war irgendwie Fail. Ich glaube, ich habe den falschen Knopf für Bomben gedrückt. Ach so, ich muss gar nicht mit der Maus drücken, einfach nur mit der Taste. So war das. War das echt so? Das war überhaupt nicht so, aber egal. Und das Problem war, dass sie zeitlich begrenzt sind. Da habe ich mich ja auch schon mal schön drüber gefreut. Gut. Machen wir es dann immer so. Und fliegen aber weiter. Gucken uns hier um. Boah, wie eine Weltraumschlacht. Viel zu viel los. Stirbt doch mal irgendjemand mal irgendwann. Oder wollen wir jetzt ewig rumspielen? Das macht aber Spaß. Komm, machen wir weiter oder auch nicht. Ihr wolltet nicht mehr. Hat mich aber auch ausgeschlossen. Was soll ich da sagen? Alles, ich zahle es euch heim. Wenn ihr mich nicht mitspielen lasst, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. So einfach ist das. Die Frage ist, wann die getriggert werden. Der versteckt sich, dieser Angstsack. Da werden sie getriggert. Und die verstecken sich, oder was? Die warten wo... Ey, die Türen gehen wieder zu! Die denken, sie können mich jetzt auch noch verarschen. Zuzüglich den ganzen anderen Mist. Hätte ich jetzt irgendwie so einen Hammer dabei oder so ein Brecheisen. Ich versuch's mit Körpergewalt. Ah! Auf! Haben die Lichter noch ein Geheimnis? Nein. Ups! Ups. Ship destroyed. Neuer Versuch. Quad Laser 4, Homing 7, B10, also Bomben. 79 Shield, Energie 90, 84 Frames pro Sekunde, 25 Aufnahmen. Score kann ich nicht lesen, weil die Frames darüber liegen. 16 Leben. In der Mitte steht gar nichts, nur das Fadenkreuz oder was auch immer das, wie man das nennen mag. Wie auch immer es heißt, also es hat bestimmt einen offiziellen Namen. Raumschifffadenkreuz. Wenn er sich nicht ducken würde, dieser Schisser,
und dann kurze Zeit später, wenn ich umdrehe, einfach mal auftaucht wieder. Habe ich ihn erwischt. Ich habe jetzt nicht auf... Ich kann doch... Ich hätte auf die Punktezahl gucken können, eventuell. Ich speichere mal. Und da... Level 7... 6. Denn alle lieben 6. Auch wenn das das 7. Level ist. Es geht immer. 6 geht immer. Da kommen sie. Ist der jetzt aber tot? Nein, ist er nicht. Die kommen erst raus, wenn der tot ist. Dann wollen sie ihren Bruder rechnen. Rechnen. Dann wollen sie ihren Bruder rechnen. Oh, da habe ich Schiss vor. Aber richtig Schiss. Roboter anfangen zu rechnen. Glaub fast, ich würde hier für so einen Furzel sowas verwenden. Kann ich nicht mit denen versuchen. Das Gute ist halt, dass der dann mit einem Schuss auf einen Schlag tot ist. Bis der sich mal umgedreht hat, gescheit. Boah. Ich glaube, mit Bomben wäre ich hier echt gut beraten, aber ich kann mit denen auch nicht umgehen. Na, ihr Fettsack. Jetzt kommt er nicht. Vielleicht sollte ich echt wieder rausstürmen. Ist auch die beste und schönste Taktik immer. Und vorhin hat sie immerhin Funst. Ich will mich mit dem gar nicht so lange abgeben. Das ist so ein Furzel. Oh, jetzt kommen sie raus. Na klar. Das ist total unfair. Und wenn sie, wenn ich zurückkomme, verstecken sie sich wieder. Und machen die Türen zu. Ich habe mir ja vorgenommen, also ich glaube, ich habe das schon damals angefangen, eine Aufnahme erst zu beenden oder nichts Neues aufzunehmen, bevor ich nicht das Level zu Ende gemacht habe, weil es total beschissen ist, auch bei Quake war das so, mitten im Level zu speichern und beim nächsten Mal dann reingeworfen zu werden und nichts mehr zu wissen oder keinen Bock mehr zu haben, weil es schon an einer beschissenen Stelle ist. Man hört ja meistens auf, wenn es gerade beschissen ist. Gerade da dann weiterzumachen ist noch beschissener beim nächsten Mal. So, probieren wir es mal so. Der ist tot. Der ist tot. Der ist noch nicht tot, denn der lebt noch länger. Der will auch noch immer ausweichen. Der Spasti. Lala, ich habe auch keine zittrige Hand. Nein, das sind nicht die Drogen. Das ist nicht der Alkohol, das ist nicht die Zigaretten. Das ist der Speicherstand 6. So. Ja, er will nicht. Er will nicht sterben, er geht einfach mal zur Seite. Wie soll ich ihn dann kriegen? Moment, was ist da? Na, kann ich nicht gucken, weil ich so schnell tot bin. Das will ich jetzt aber kurz wissen, bevor ich wieder umsonst einen Abschnitt aufsuche, wo ich gar nicht hin muss. Aber eigentlich ist es der letzte, deswegen muss ich da wohl hin. Ich komme dann schon mehr durch. Es fängt wieder an, es fängt wieder an. Tausendmal neu laden. Speichern. Ich will eigentlich nur wissen, ich brauche hier schon wieder einen roten Key. Dann ist hier der Endboss. Ich glaube, die Karte ist gar nicht mal so groß. Aber ich habe noch keinen Schlüssel, habe ich da nicht recht? Also eigentlich habe ich alles geschafft, bis auf Schlüssel und Türen. Ne? Weiß nicht, wie ich das am besten anstelle. Ich werde erstmal das hier neu laden. Denn ich glaube, 6 bringt mir in diesem Fall Unglück. Gamer und 6 geht einfach nicht. Das wurde ja bewiesen. Ich wollte mit diesem Klischee nicht anfangen, aber es wurde mir aufgezwängt. Von der Gesellschaft an sich. An ihr. Da kitzelt was im Rücken. Da kitzelt's. So, machen wir es eben mit Gewalt. Da klappt es nämlich immer. So, lebt noch einer? Oder brauche ich schon eine Atombombe hierfür?
So macht's der Profi. Da lebt immer noch einer, ich glaub's ja nicht. Ich hätte gar nicht schießen müssen. Also eine Homing reicht. Ey, ich sagte eine. Oder war das eine Concussion? Das wäre ja zu schön. Ey, die ist voll daneben geflogen. Die ist voll daneben geflogen. Das nennt sich Homing. Das nennt sich Homing. Homing am Arsch. Ich mach so wie ein guter alten Kriegsveteran-Manier. So. Manie. Immer diese speziellen Sonderbegriffe. Level 7. 7. Das Quad-Core. Ich mag lieber meinen Dual-Core. Nein, danke. Nein, ich hab doch Quad-Core schon. Energy Boost, du 75. Und you have irgendwie keinen Plan. Kein Ding. So. So. Ich hoffe einfach mal, das war der schwierigste Raum des Levels, sonst habe ich sicherlich irgendwann ein Problem wegen meinem Shield. Da geht's weiter. Und da oben geht's auch weiter. Ah ja. Hä? Ah! Das wollten sie wohl verstecken. Aber nicht mit mir, ich sehe das. Spawner. Ich spekuliere auf ein Energiezenter und deswegen stürme ich einfach durch. Ah! Oh, cool. Sehen Sie mich jetzt noch oder was ist das hier? Bin nicht ganz sicher, was das ist. Ich weiß es ja nie. Boah, in die Lavawand. Wo bin ich hier? Da war ich noch nie. Boah, was ist das denn hier für... Boah, neue Gegner. Oder kenne ich den schon? Ich glaube nicht. Was ist das denn hier für ein Level? Ich fliege also total falsch, aber das fühlt mir gerade mal weh. Wow, gut, das war der Knockout. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Schnitt. Ich möchte das mal sehen von der dritten Perspektive. Aber leider geht das nicht. Ja, Schnitt. Mein Name ist Sam.